There are about 100 billion stars. Es gibt rund 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Wir glauben, fast jeder hat mindestens einen Planeten. Und unsere Galaxie ist nur eine von hunderten Milliarden da draußen. Ich wäre geschockt, sollte es kein außerirdisches Leben geben. Es fühlt sich so einsam an. Sollten wir die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum sein? Uns treibt so eine starke Sehnsucht zu wissen, woher wir kommen und warum es uns gibt. Wenn ich einen Stern sehe, frage ich mich immer, was für Planeten umrunden ihn? Planeten sind wirklich Orte. Welten, die wir in unserer Fantasie besuchen können, auch wenn wir dort nie hin wollten, weil es vielleicht zu heiß ist oder die Atmosphäre aus giftigen Gasen besteht, die uns töten würden. Trotzdem, es sind Orte. Und das fasziniert mich an Planeten, dass sie uns im Vergleich zu einer Galaxie oder einem schwarzen Loch so vertraut erscheinen. Einige Planeten sind so heiß, dass sogar Gestein in ihren Atmosphären verdampft. Und wenn sich dieses verdampfte Gestein in kühlere Regionen bewegt, kann es zu Wolken kondensieren und abregnen. Man kann sich das vorstellen, dass es dort dann Glas regnet. Das ist fantastisch. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass wir etwas so Spektakuläres entdecken. Die Vielfalt da draußen übersteigt alles, was wir uns jemals von unserem eigenen Sonnensystem vorstellen konnten. Wir wissen schon, dass Gesteinsplaneten extrem häufig sind. Es gibt Dutzende Milliarden allein in unserer Galaxie. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie häufig erdähnliche Gesteinsplaneten sind. Nur Größe und Temperatur zu kennen, reicht nicht aus. Als nächstes wollen wir die Atmosphären dieser Planeten direkt untersuchen. Dann können wir feststellen, ob sie wirklich erdähnlich sind oder nicht. Der uns am nächsten gelegene Planet heißt Proxima Centauri b. Vielleicht unterscheidet er sich gar nicht so sehr von unserer Erde. Ähnlich groß wie sie, ähnliche Temperatur. Er ist rund 4 Lichtjahre von uns entfernt. Kosmisch gesehen gleich um die Ecke. Das ist so nah. Aber selbst mit einem Raketenantrieb würden wir zehntausende Jahre brauchen, um ihn zu erreichen. Mehr als 5000 Planeten, die um andere Sterne kreisen, wurden schon entdeckt. Wir haben viel über ihre Größen, ihre Temperaturen, ihre Umlaufbahnen gelernt. Nun fangen wir an zu untersuchen, wie sind deren Atmosphären beschaffen. Die Atmosphäre macht einen Planeten zu einem Ort. Von ihr hängt ab, ob eine Gesteinswelt erdähnlich und vielleicht sogar bewohnbar sein könnte. Be habitable.
Die Atmosphäre zeigt uns auch, wie sich der Planet gebildet und mit der Zeit entwickelt hat. Unsere zwei wichtigsten Methoden zur Erforschung dieser Welten sind sogenannte Transits, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht und wenn der Planet hinter dem Stern verschwindet. Die Kombination dieser Messungen liefert uns ein umfassendes Bild davon, wie der Planet beschaffen ist. Einer der spannendsten, möglicherweise bewohnbaren Planeten heißt TRAPPIST-1e. Ziemlich nahe und gut für uns zu untersuchen. Sein Stern hat 7 Gesteinsplaneten und alle können wir bei Transit sehen. Und einer, Planet E, befindet sich in der bewohnbaren Zone des Sterns. Er könnte flüssiges Wasser haben und vielleicht sogar leben. Die nächsten 10 Jahre werden ein goldenes Zeitalter für unsere Forschung. Es wird so viel kommen und diese unglaubliche Geschwindigkeit, mit der wir Neues entdecken können. TRAPPIST-1 ist eines der spannendsten Systeme, die wir mit dem neuen James Webb Space Teleskop erforschen werden, das Weihnachten 2021 gestartet wurde. Jeden einzelnen Planeten im System werden wir untersuchen. Das neue Teleskop hat einen viel größeren Spiegel als Hubble. Damit können wir nun kühlere und kleinere Planeten ins Visier nehmen. Es erweitert die Anzahl der Planeten, die wir sehen können. Die meisten sind nämlich nicht so heiß. Mit dem James-Webb-Teleskop werden wir etwas über Planeten lernen, die neu sind für uns. Ganz anders als die, die wir bisher erforschen konnten. Und das ist nur der Anfang. Später in diesem Jahrzehnt wird die nächste Generation von Teleskopen am Boden in Betrieb gehen. Wie das extrem große Teleskop aus Europa, das größte, das jemals gebaut wurde. Damit wird die Planetenforschung einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Was erwarte ich? Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, es wird Überraschungen geben. Jedes Mal, wenn wir uns Exoplaneten ansehen, finden wir etwas Unerwartetes. Als Wissenschaftlerin darf ich keine Vorurteile haben. Ich muss mich von den Daten leiten lassen. Die werden uns zeigen, was wir vorfinden. Es braucht ein kundiges Auge, um aus unseren Daten die Informationen über die Planeten herauszulesen. Manchmal spreche ich mit meinem Mann, der Datenwissenschaftler ist. Er schaut sich meine Datensätze an und sagt, du hast was aus diesen schnörkeligen Linien über den Planeten gelernt? Ich arbeite jetzt seit über einem Jahrzehnt daran. Für mich sind diese Linien wunderschön und voller Informationen. Es ist so, als würdest du die Straße lang gehen und jemanden mit roten Haaren oder schwarzen Haaren sehen. Du kannst den Unterschied ganz leicht erkennen. So sieht für mich das Spektrum der Exoplaneten aus. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie diese Planeten und ihre Atmosphären aussehen könnten. Ich möchte wissen, wie oft haben Gesteinsplaneten eine Atmosphäre? Und unter welchen Bedingungen könnte dort Leben entstehen?
Und vielleicht, irgendwann, mein ganz großer Traum ist, Lebensspuren auf einem Gesteinsplaneten zu finden. So viel wir auch wissen, wir werden niemals alle Informationen bekommen, die wir uns wünschen. Selbst mit unseren empfindlichsten Teleskopen nicht. Und dafür bin ich dankbar. Das bedeutet, dass ich für viele Jahre eine spannende Arbeit haben werde. Ich bin sicher, dass wir erst am Anfang einer langen Reise stehen. Zu wissen, dass es da draußen einen anderen Planeten mit Leben gibt, das würde unsere Sicht auf unseren Platz im Universum verändern. Selbst wenn wir nicht mit ihnen sprechen, sie nicht besuchen können. Es ist so wichtig, das zu wissen. Ich glaube, es würde die Menschen auf der ganzen Welt faszinieren. Die Suche nach Leben auf anderen Planeten lässt mich das Leben hier auf der Erde noch mehr schätzen und all die Dinge, die hier besonders sind. Eine kleine Blume oder ein Vogel, der fliegt, wird noch wunderbarer, wenn ich an die unvorstellbare Vielfalt da draußen denke. Und wir sind hier auf der Erde, unserem komfortablen, gemütlichen Zuhause. Es macht mir auch sehr bewusst, dass wir uns um die Erde kümmern müssen. Sie ist so einzigartig. Es gibt keinen Planeten B.